NRW-Bildungsministerin Silvia Löhrmann von den Grünen hat in den vergangenen Tagen für Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt. Der Grund? Ein CDU-Politiker postete ein Foto, auf dem Löhrmann von einem Audi in ein Hybridfahrzeug umsteigt. Doppelmoral warf ihr der CDU-Mann vor. Doch der Vorwurf richtete sich recht bald gegen den Fotografen selbst. Und das zu Recht, denn der Audi ist Löhrmanns Ministerdienstwagen, der Hybridwagen ihr Wahlkampfauto. Das Ministeramt und der Grünen-Wahlkampf sollten natürlich getrennt werden. Allerdings wirft das Foto die Frage auf, warum fährt Löhrmann nicht auch dienstlich einen Hybridwagen? Die deutsche Automobilindustrie ist noch nicht so weit, schreibt Silvia Löhrmann als Begründung auf Twitter und vermittelt damit den Eindruck, als sei es auf dem deutschen Markt sinnvoller, einen reinen Benziner zu benutzen. Aber ist das wirklich so? Eine Anfrage beim Ministerium für Schule und Weiterbildung zeigt, Silvia Löhrmann hat bereits sogar zwei Hybridautos von Mercedes getestet. Man habe feststellen müssen, dass der Audi A8 3.0 TDI, den die Ministerin jetzt fährt, auf lange Sicht umweltfreundlicher sei als der getestete Mercedes S500 Hybrid, erklärt ein Sprecher. Denn der Hybridwagen fahre zwar mit Strom, allerdings wechsle er auf längeren Strecken zu einem Betrieb mit Verbrennungsmotor. Außerorts, wo die Ministerin vor allem auf Autobahnen unterwegs sei, verbrauche der Mercedes so 6,3 Liter. Der Audi A8 nur 5 Liter. Das ergibt zunächst Sinn, doch außer Acht lassen sollte man auch nicht die CO2-Emissionen der Fahrzeuge. Laut Hersteller liegt diese beim Hybrid-Audi im Schnitt bei 65 Gramm CO2 pro Kilometer. Dabei wird die Elektronutzung innerorts und die Benzinnutzung außerorts verrechnet. Doch Löhrmann fährt ja besonders häufig außerorts weite Strecken. Eine Erhebung der Deutschen Umwelthilfe aus dem Jahr 2016, als Löhrmann noch den Hybridwagen fuhr, entnimmt man, dass die Landesregierung eine CO2-Emission von 142 Gramm pro Kilometer für den Mercedes errechnete. Die liegt damit viel höher als die Herstellerangabe. Mit einer Emission von 155 Gramm pro Kilometer liegt der aktuelle Audi A8 der Ministerin aber noch mal höher als der Hybrid-Mercedes. Übrigens, eigentlich gibt es einen geltenden EU-Grenzwert von 130 Gramm CO2 pro Kilometer für Landespolitiker. Doch da hält sich so gut wie niemand dran. Sowohl der Audi als auch der Mercedes liegen über der Grenze. Zusammengefasst lässt sich sagen, der Hybrid-Mercedes, den Silvia Löhrmann getestet hat, verbraucht bei ihrer Nutzung zwar mehr Benzin, hat aber einen besseren Emissionswert. Er verbraucht also mehr Ressourcen, dient aber gleichzeitig mehr dazu, die EU-Ziele zum Klimaschutz zu erreichen. Was nun sinnvoller ist, ist dabei schwer zu entscheiden. Silvia Löhrmanns Aussage stimmt daher nur teilweise.